door. Hey! Aren't you guys forgetting about me? So, I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you noticed. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kingdom Hearts in der HD-Version oder in der Final Mix-Version. So, in dieser Folge sind wir jetzt hier auf Destiny Island, auf den Inseln des Schicksals, da wo die Kinder, die wir gerade kennengelernt haben, herkommen. Sora, Kari und der andere hieß Rico. Mal schauen, was sie jetzt uns zu sagen haben. Die haben anscheinend irgendwas vor, einen Floß zu bauen. Wofür? Kari, was geht ab? Kannst du den Rest vom Material besorgen? Nein, ich glaube, Kari redet nicht. Lese ich mal normal vor. Kannst du den Rest vom Material besorgen? Du hast doch zugehört. Wie war das nochmal? Oh Mann. Ohne Baumaterial können wir kein Floß bauen, oder? Wir brauchen dazu 2 Baumstämme. Ein großes Laken. Ein Seil. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. Kein Rumtrödeln mehr, okay? Rumtrödeln? Wer trödelt denn nur bitte schön hier rum? Oh, guckt euch mal das Meer an. Hui, Planschen. Nee, aber einfach. Diese alten Landschaften wiederzusehen in dieser geilen Optik. Oh Mann. Oh Mann. Mein Herz geht auf. Mein Herz. Die Ketten, die um mein Herz gesponnen waren. Rumlagen. Sind jetzt geborsten. Baumstamm, cool. Oh, ich finde sogar Fische drin. Hui. Ja, ich würde sagen, wir reden aber mit den anderen. Mir wurde beim ersten Part ja schon runtergeschrieben, dass. Die nicht aus, hier Wacker und Tidus nicht aus 11 kommt, sondern aus Final Fantasy 10. Entschuldigung dafür. So, Wacker, was geht ab? Hey, what's happening, man? What's happening, man? Cool. Auf jeden Fall, ja. Was mich überrascht hat, ist, dass das Spiel hier komplett auf Englisch ist. Also die Sprachausgabe. Also da mal richtig derbe Kritik an Square Enix. Wozu haben denn so viele originale Disney-Synchronsprecher aus Deutschland die Sachen vertont oder die Charaktere nochmal vertont? Also der Original Aladdin ist es, glaube ich, sogar. Der Original spätere Genie, Jafar, Jasmin, Malefiz, weiß ich gar nicht, wie die Original-Synchro ist. Im Dornröschen habe ich nicht geguckt damals. Ist ja schon aus den 70ern oder so der Film. Aber ja, allein schon von den normalen Charakteren, Sora, Rico und Kairi, die Synchronsprecher zu. Ah, das finde ich echt scheiße. Ich werde mal jetzt irgendwie die Tage so ein Vergleichsvideo hochladen, wo ich die deutsche und die englische Synchro miteinander vergleiche, wo ich ein paar Sequenzen einfach, ja, mit der Audiospur vom PS2 Kingdom Hearts zeige oder dann hier das nochmal von der PlayStation 3. Hey, Lust auf eine Runde? Klar, spielen wir. Spielen ist Kinderkram, das hier ist ernst. Ja, die spielen hier nicht, die kämpfen hier. Das Geile, das sind kleine Kinder, oh, scheiße. Die kämpfen hier mit richtigen, oh fuck, ich bin echt aus der Übung. Nein! So, man kann die Bälle zurückwerfen. Ich muss das Timing nochmal richtig abpassen. Jetzt kriegt er gar nichts mehr hin. Chris, den hier! Oh, fuck. Jawohl, und man kann den auch. Man kriegt durchs Blocken, also mit Angriff kann man blocken. Kriegt man immer einen Erfahrungspunkt, seht ihr immer. So, den hier. Der hat die weggeschleudert. Und zack! Nein! Wow, das war knapp. Das ist wirklich immer richtig Spaß, weil man so am Anfang schon richtig derbe Erfahrungspunkte sammeln kann. Den habe ich gleich. Wartet nur ab. Ah ja, das war's. Ja. Du hast da eh nichts drauf kommen. Mit deinen Bällen schmeißen. Wisst ihr, was richtig krank ist? Die Olle hier. Die
Also, ich weiß nicht, wie das normal ist. Aber Moment, kämpfen wir mal erstmal gegen die. Ah, die Brise tut gut. Ja, schön. was treibt ihr denn so? Man sieht euch gar nicht mehr. Ein Duell gefällig? Na bitte, so gefällst du mir. Die kämpfen den ganzen Tag hier auf der Insel. Ich weiß nicht, was das für Kinder sind. Die kämpfen mit einem Seil. Was ist... Wisst ihr, wie weh das tun würde, wenn das einen wirklich treffen würde mit dem Holzende? Au! Boah, ich glaube, da werde ich jetzt direkt einen blauen Fleck. Scheiße. Darf ich mir gar nicht vorstellen. So, Angriff blocken. Bringt immer Erfahrungspunkte. Ach, verdammt. Ich will das so... Au, aus der Luft angreifen. Jawohl. Ich verklopp eigentlich nicht gerne Mädchen, aber das hat's verdient. Mit einem Seil irgendwelche anderen Leute verkloppen. Hallo, bitte? Ich glaube, das tut noch mehr weh als mein Holzschwert, was ich hier gerade hab. Au! Und das war's. Hör auf, Leute zu verkloppen. Ach, verdammt. Ja, diese Kombo-Angriffe, das... Am Anfang bestehen die Angriffe immer noch aus Angriffsserien, aus Dreier-Angriffsserien. Der hat schon bemerkt, glaube ich. Eins, Moment, nicht treffen würde. Hör mal auf, hier rumzulaufen. Jawohl. Eins, zwei, drei, habt ihr gesehen. Später kann man da noch mehrere Kombos mitmachen. Ah. Aber das Gute an der englischen Sprachausgabe ist, dass ich denke, dass wir ein bisschen mehr Englisch lernen. Also ihr vielleicht. Ich kann ja eigentlich super... Also ich denke es, dass ich gut Englisch kann oder verstehen kann. Ich meine, ich gucke auch ziemlich viele Filme auf Englisch, aber ich denke, für Leute, die das nicht so oft machen, ist sowas ja eigentlich eine perfekte Gelegenheit. So, Titus müssen wir noch Hallo sagen. Aber ich glaube, das sind irgendwie die jüngeren Versionen von denen, die man aus Final Fantasy X kennt, weil ich glaube, die sehen etwas erwachsener aus. Oh, wir haben auch einen Saal gefunden. Cool. Das brauchen wir eh noch. Do I feel lucky? Punk. Klar. Du hast es so gewollt. Achso, er will einen Wettkampf. Ja, klar. Der hat auch so einen kleinen Stab, ey. Krass. Ah, nein. Scheiße. Der ist flink. Nein. Ich kann leider noch keine Rolle machen. Das finde ich ein bisschen doof, denn sonst wäre ich ein bisschen flexibler oder ein bisschen flinker. Aber irgendwie kann ich seinen Angriff nicht blocken. Verstehe ich gerade nicht. Come on! Naja, so geht's auch. Haha! Keiner legt sich mit Sora an. Oh, fuck. Nein! Oh, der macht richtig Damage. Nein! Boah, der hat mich gleich. Scheiße. Jawohl! Zwei Erfahrungspunkte bekommen. Am Anfang scheint das noch nicht so viel zu sein, aber... Oder scheint das nicht zu viel zu sein, aber wir brauchen, glaube ich, nur noch... Moment, schauen wir uns mal unseren Status an. Das ist übrigens das Hauptmenü. Nein, das ist nicht das Hauptmenü, das Menü. Hier können wir auch... Ah, wir können uns auch im Kampf heilen mit Portion oder Potion. Und in der Truhe haben wir... Ah ja, Baumstamm, Seil. Wir brauchen noch einen Baumstamm. Dann haben wir hier unser Holzschwert. Sonst haben wir noch keine Sachen, die wir ausrüsten können, wie Halsketten oder sowas. Ja, hier. Sowas wie Rolle, Purzelbaum. Wäre dann unter Ability. Ability heißt Fähigkeit auf Deutsch. Falls sich einer wundert, ich habe immer Ability irgendwie gesagt. Früher, weil ich da noch kein Englisch kannte. So, nächste Stufe. 7 Erfahrungspunkte brauchen wir da nur noch. Cool. Also müssen wir theoretisch nur noch 7-mal irgendwelche Angriffe blocken oder... Ja. Ein paar Mal. Wow, er kann klettern. Er ist ein Affe. Haha. Aber guckt euch einfach sein Outfit. Dann habt ihr das schon mal abgecheckt. Er trägt einfach... Ich resümiere. Einfach richtig... Dicke Clownschuhe. Ich glaube, da würden meine Füße 10-mal reinpassen. Dann trägt er einen ganzkörperroten Anzug. Und darüber nochmal eine Jacke. Seht ihr, das sieht aus wie so ein Schlafanzug. Aber ohne Ärmel wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wo man sowas herbekommt. Das sieht einfach affengeil aus. Nein, wir wollen Sora nicht verurteilen für sein Outfit. Und zack. Oh, da war gar nichts drin. Aber er ist ja ein lieber Boy, glaube ich. Ja, ja, klar. Ah ja, einen Laken brauchen wir noch. Ich glaube, das finden wir hier oben. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich laufe einfach hier so doof rum, wie immer. Ah, die Musik. Wieder total atmosphärisch. Aha, da ist das Laken. Ein großes Laken sogar. Hui. Damit haben wir unsere Aufgabe mehr als erfüllt. Mal gucken, was Barito, sag ich schon, Bariku abgeht.
Lalala. Der gammelt ja da vorne ab. Oh, und da vorne ist der letzte Baumstamm. Cool. Haben wir noch eh gesucht. Zack. Hi. Hey. Hast du alles gefunden, was wir für das Floß brauchen? Ich habe meine Sachen Kairi gegeben. Hey Sora, ein kleines Duell? Schnapp dir dein Schwert. Oh Mann. Okay, Rico ist wirklich richtig, richtig, richtig stark im Kampf. Da müssen wir aufpassen. Der kann wirklich ultra viele Tricks. Ich weiß gar nicht mal ganz genau, wie der abgeht. Aber ich kann auch sagen, das wird wirklich... Nein, nein, nein. Boah, da macht er den Angriff. Wenn er da zurückspringt, dann haut er einen auch voll weg. Ah. Ich glaube, ich werde gleich zum ersten Mal Potion benutzen im Kampf hier. Ja, und er kann sogar blocken. Nein, nein, nein. Uah. Dann muss man sofort wegspringen. Aber sofort. Wo bist du denn? Nein. Ah. Nein, scheiße. Da muss ich mich gerade... Nein, wirklich konzentrieren. Wow, er macht so viel Damage. Aber ich glaube, nach diesem Kampf sind wir wirklich ein Level aufgestiegen. Oder hoffe ich mal. Ne, ich glaube, bei ihm kriegt man 5 Erfahrungspunkte. Ja, jetzt brauchen wir eh nur noch 5, fertig mit. Na, komm schon. Also, Sora und Rico sind wirklich so, wie so Erzrivalen, aber gleichzeitig beste Freunde. Na, nein. Die in ihrer Freizeit hier auf der Insel abhängen mit den anderen Kindern. Was die Eltern machen. Keine Ahnung, ob die ihren Kindern auch diese Holzschwerter und so einfach überlassen. Aber wenn man runterfällt, hat man auch verloren übrigens. Nein, 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 nein! Scheiße. 0-1. Da seht ihr mal, das ist richtig heftig hier, das Kämpfen gegen Rico. Und die machen dann immer so einen Punktestand. Haha, shit, gerade so und so viel zu so und so viel. Okay, wir probieren es doch einmal. Diesmal benutze ich dann auch wirklich Potion. Alles klar. Nein, nein, nein! Wow. Nein! Aber es könnte sein, dass wir auch mitten im Kampf jetzt aufsteigen. Wir haben schon so viele Angriffe geblockt. Zeig du mal, was du drauf hast. Komm her! Mock mich doch nicht hier. Guck, er steht einfach da, als ob er wirklich der Härteste wäre. Nein, nein, nein! Ah! Den habe ich gleich. Nein, nein, nein! Oh! Der Angriff haut einen wirklich aus den Socken. So. Nein, nein! Aha! Okay, Portion! Oh! Oh oh. Nee, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht so viel laber, aber ah, er macht mich gerade total fertig. Na. Ich hasse es eigentlich, wenn jetzt schon der Punktestand auch für ihn steht. Also dieser kleine Wettstreit immer. Habt ihr eben schon gesehen, ne? Als ich gerade verloren habe. Ah, das erste Mal. Nein, ich habe keine Portion mehr. Nein, nein, nein. Ah. Schießt jetzt schon 0-2. Ah, naja, ich werde das mal dann offscreen machen. Und dann sehen wir uns gleich bei Kairi wieder, wenn wir die Sachen abgeben. Hey, Kairi, wir haben alle Sachen. Ja. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. High Potion bekommen. Oh, cool. Müde? Wollen wir für heute aufhören? Ja, auf nach Hause. Ja, es ist schon spät. Wir machen es morgen zu Ende. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there?
Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A Paopu fruit? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Goofy. But don't tell anyone. Ooh. Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Alles klar, so. Am zweiten Tag hier auf Destiny Island geht's jetzt weiter mit dem Floß bauen. Boah, die Sequenz war so geil. Donald geht erstmal, klopft an die große Tür und geht durch die kleine. Und dann mit Goofy. Ach, die beiden liebe ich echt. Also Disney hat mein Herz früher echt berührt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hört sich ein bisschen schmalzig an, aber ist so. Ist total so. Meine Kindheit besteht einfach nur aus Disney.
zum Großteil aus Disney. Und dieses Spiel, ja, hat das nochmal richtig perfekt resümiert. Ich hoffe, ihr steht auch so auf Disney, sonst könnt ihr, glaube ich, gar nicht mitreden oder mich gar nicht verstehen. Ich weiß gar nicht. Guckt ihr auch viele Disney-Filme geguckt oder seid ihr eher Disney-fremd? Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, beende ich hier erstmal den Part und sehen wir uns in der nächsten Folge bei Kairi wieder und fragen sie, was wir jetzt sammeln müssen für das Floß. Bis zur nächsten Folge. Ciao!